Moinsen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Terranigma. Im letzten Part waren wir im Nixenturm und haben dort den Fischgegner Wolli besiegt, haben dann die Nixen wieder zurückgeholt und haben unter anderem den Verlobungsring von Servas bekommen. Denn seine Verlobte ist auf hoher See umgekommen und wurde dann zu einer Nixe. Das ist da gang und gäbe. Und alle verlorenen Seelen kommen halt in diesen Nixenturm. Dementsprechend müssen wir uns jetzt zu den Great Lakes aufmachen, um Servas den Ring zu geben. Dies ist immer noch die Nachsynchronisation, um genau zu sein, ist es die Nachsynchronisation der Nachsynchronisation. Denn jetzt war meine Tonspur nicht in Ordnung. Die wurde stückweise gefressen. Also irgendwie hat die Technik mich nicht ganz so dolle lieb. Wir werden hier auch irgendwann gleich einen kleinen Cut machen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das Problemchen war. Habe ich ja immer noch nach dem scheiß Flugzeug gesucht oder nach einem Weg, wie ich denn in die Höhle komme? Keine Ahnung. Da vorne steht sehr was und jetzt gibt es einen kleinen Cut. Bis gleich. Und da wären wir auch schon wieder. Das Format hat sich gewechselt und wir rüsten erstmal den Verlobungsring aus und geben ihn Servas, der da schon steht. Klicke ich den auch gerade an oder anklicken? Ach so, ich glaube, ich rede gerade. Hatte ich was bemängelt, das mache ich aber gleich. Dieser Ring, ist dir etwas zugestoßen? Nein, ich habe ihn in der Erde gefunden. Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe, sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Genau, und zwar hatte ich halt da schon ein bisschen gespoilert, dass der liebe Servas da schon etwas länger steht. Also, der lebte schon gar nicht mehr. Der ist. War eine rastlose Seele und hat eigentlich nur auf seine Verlobte gewartet. Das ist schon romantisch. So, in den Great Lakes, in der Höhle, da kriegen wir zu Anfang recht viel Stuff, auch sehr viel wichtigen Scheiß. Uiuiuiui, das ist mal wieder am Längen. Ich hasse es. Ich weiß nicht, was in den letzten Aufnahmen so los war. Die nächsten Aufnahmen sind besser, das heißt nach diesem Partner 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann habe ich wieder alles normal im Griff. Oh Gott, ist das ätzend. Wir bekommen in dieser Truhe davon das Odemkraut. Und damit können wir tauchen. Das ist wichtig, denn in diesem Fischbecken, wo wir eben gerade waren, da waren Blubberblasen. Das ist ein Zeichen für, du kannst hier tauchen. Und warum halte ich noch das... Achso, habe ich das jetzt gerafft? Entweder zeige ich das Blatt jetzt oder ich wollte gerade gucken, ob ich das ausrüsten muss. Das ist einer der Gegenstände, die ich nicht automatisch ausrüsten muss, der da schon so ist. So, und da oben rechts, ich weiß gar nicht, ich hoffe, es leckt nachher echt nicht so nach vorne, sonst ist es blöd. Da, wo die Bläschen sind, schwupp, da kommen wir durch und alles ist gut. Solange du wild bist, so raus aus dem Wasser, es ist halt ein bisschen was, ne? Der Ort ist gar nicht mal so schwer, beziehungsweise das finde ich mit einer der leichtesten Dungeons, bis auf diese kleinen Schreckschrauben da. Und auch mit dem leichtesten Endgegner. Für ein Wasser-Dungeon. Also ich bin ja nicht so der Fan von Wasser-Dungeon, Wasser-Tempel, weil gerade in Zelda sind das meistens die Tempel, die am beschissensten sind. Die einfach nur nervend aufreibend sind und auf die man überhaupt keinen Bock hat, ich zumindest. Irgendwelche beknackten Rätsel lösen muss und Gegner zum Kosten. Ach, frag mich nicht, ne? Hier ist es das Gegenteil. Hier ist es eigentlich easy peasy. Was ganz wichtig ist, das werden wir auch noch feststellen. Ich weiß nicht, ob in diesem Part oder im nächsten Part. Ein Serum. Wenn du gerade diese Höhle betrittst und du hast kein Serum, geh raus und hol dir sicherheitshalber etwas. Das ist ein Weg zurück, da wollen wir nicht lang. Denn das wird auch noch bei mir an der einen oder anderen Stelle sein, dass ich ganz, ganz böse vergiftet werde. Ich glaube, das kommt sogar gleich. Was? Der Schatten. Genau, wir sehen im Wasser einen Schatten und ich meine, das müsste... Ups, ich bin dagegen angestoßen. Was ist das für ein Schatten? Ein freundlicher Schatten. Seinen Hilfe, helft mir doch. Ich dachte, ich hörte etwas. Da bin ich auch im Nachhinein gar nicht so schlau draus. Ich weiß nicht, ob das... Ja, jetzt spoiler ich nicht. Das ist eigentlich auch scheißegal. Ich glaube, in diesem Part werde ich vergiftet. In diesem Part holen wir auch den zweiten wichtigen Gegenstand, den man direkt hier bekommt. Erstmal, genau, werde ich vergiftet von dem Scheißding und du musst nach ganz links schwimmen. Lass dich, wirklich, schwimm nach ganz links und lass dich fallen. Dann kommst du nämlich auf so eine kleine Steinstufe und dann nimmst du und hast die Truhe. In dieser Truhe ist ein immens wichtiger Gegenstand, der Drachenanker. Den machen wir später in diesem Level, weil sonst kommst du nicht weiter.
Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das Ding, wichtig. Hol es dir. Also ganz links bei diesem Wasserfall runterfahren, alles gut. Da habe ich festgestellt, weder Gegengift noch dieses Waldkraut hilft mir, mein Serumproblem zu lösen. Für mich ziemlich blöd gelaufen. Ich glaube, da hatte ich mir vorgenommen, ja, so nach dem Motto YOLO, dann werde ich jetzt ganz easy peasy mit der scheiß Vergiftung einfach durch den Dungeon brennen und mich zwischendurch immer heilen. Das ist eine saudumme Idee. Ist mir später auch klar geworden, weil ich gedacht habe, das macht keinen Sinn. Ich verfress einfach nur Knollen bis zum geht nicht mehr. Und habe dann nachher nichts von den Endgegner, weil wie ich da am Zocken war, wusste ich noch nicht, wie in Anführungsstrichen stark der Endgegner ist. Ist aber so, diese Los Pollos, diese. Ach Gott, wie hießen sie? Die Brathähnchen. Recht zu Anfang, da bei den Vögeln in Greglyph. Die fand ich schwer im Sinne von, die kamen ja kaum runter. Na, hast du ja kaum die bekommen. Oder bei den Gestaltenwandlern. Wenn du nicht das passende Level hast, ist das eine ziemlich harte Nuss. Ebenso die Hadeshexe. Das sind alle schwere Gegner. Was dich hier erwartet, ist ein Witz. Die Viecher finde ich sogar schwerer. Pupilla oder so heißen die Scheißdinger. Die kannst du besiegen, das sieht man ja auch. Nur ich hatte das Problem, dass, wenn ich die von vorne getroffen habe, gab es eine Abwehrreaktion, wenn ich sie von der Seite oder von hinten getroffen habe. Abwehrreaktion, ich wusste nicht, wie kann ich das Ding anhauen, dass es kaputt geht. Das hat mich genervt. Und du prallst immer gegen ein Scheißvieh ab, wirst zurückgeschleudert. Boah, wunderbar. Ekelschleim ist gar kein Problem. Ich glaube, das dauert noch, bis ich auf die Idee komme, mich einfach töten zu lassen. Ich glaube, ja. Ich habe nämlich. Wenn ich gewusst hätte, was da Endgegner für eine Lusche ist, ne, hätte ich gesagt, ja, Juno, das schaffe ich ja auch so ohne Kraut, ohne irgendetwas. Ist halt nur, habe ich im Malus, hätte ich es mir selber ein bisschen schwerer gemacht. Mit der Vergiftung. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ne, so ein bisschen so eine Challenge für mich selber. Was war in der Truhe? Nichts Wichtiges. Taler kriegen wir da. Wir bekommen hier auch nochmal eine neue Waffe, den Planetenbrecher, aber ich glaube, den kriegen wir erst im nächsten Part. Oder schon in diesem? Ich bin mir wieder nicht sicher. Ich glaube sogar in diesem. Also, das ist so der Part, wo du echt am meisten was absackst. Also, abkassierst. Odemkraut, Drachenanker und eventuell sogar schon den Planetenbrecher. Rüstung müsste es hier auch geben, aber die gibt es erst später. Da weiß ich, im nächsten Part kriege ich die auf jeden Fall, weil die relativ am Ende des Dungeons ist, beziehungsweise dieses Levels. Und da ist es Propeller, prall, bla. Und genau, da habe ich mich so mega in den Arsch gebissen, weil das Vieh mich ja nicht durchgehen lassen. Es ist wunderbar. Boah, ich glaube, da war ich richtig am besten. Schade, und das alles ist verloren gegangen. Technik, die begeistert. Ja, bei Technikfragen, ne? Hätte ich mal den Technik gefragt, was das Problem war. Ich glaube, hat mir die Ohren lang gezogen. Scheiße, ey, irgendwann kommt der Tag, da hole ich mir einen richtig guten PC. Dann tschüss, Laptop. Aber so richtig tschüss. Genau das. Da musste ich lange. Was hatte ich denn nochmal in der Höhle gesucht? Hatte ich überhaupt was in der Höhle gesucht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es leckt so bei mir. Ich hoffe ja echt mal mega, dass das bei euch dann später nicht so ist. Naja, durchs Rendern kann man ja einiges auch noch begradigen, also in Anführungszeichen, weißt du? Da war eine Sackgasse. Echt nicht schön mit anzusehen. Das Blöde ist, ich kann es einfach nicht nachspielen. Vor allem gerade im Moment, wo ich das nochmal neu nachsynchronisiere. Also Version 2, das aber bis jetzt nur bei dieser Folge. Ich bin schon durch mit dem Spiel tatsächlich. Und ich überlege momentan, was ich als nächstes Let's Playe. Zur Auswahl stehen The Inner World, Harvest Moon Back to the Nature. Ich überlege auch noch, ob ich mir nicht. Digimon, ja doch, Digimon World antue, da hätte ich Bock drauf. Oder aber, das hat sich ja der eine oder andere gewünscht, Secret of Mana. Hätte ich ja Lust drauf, ne? Würde ja ganz gut passen. Ich versuche auch mittlerweile, Vampire Stone 2 einfach fertig zu kriegen, weil das ein Spiel ist, das geht ewig und es geht auf meine Nerven. Es ist ein geiles Spiel. Ja, wir kriegen da tatsächlich schon den Planetenbrecher. Aber es nervt mich.
Im Sinne von, es ist ein ziemlich langes Let's Play. Ich meine, The Witcher wäre noch länger. Das würde mich dann von der Spieldauer her weniger reizen, ein Let's Play dazu zu machen. Es ist geil, aber du hast einfach so viele Nebenquests. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, nehme ich alle wahr oder trainiere ich jetzt einfach wie blöd und werde einfach stumpf alle Burgen übernehmen, ganz viele Söldner dahin packen und einen fucking Schlüssel nach dem anderen holen, so wie ein Bruchstück nach jedem anderen. Ich möchte die Pyramide machen, ich will das Spiel hinter mich bringen. Und genau da habe ich mich entschlossen, einfach zu verrecken. Weil ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn, weiterzumachen. Ich muss ja Knollen kaufen, ich muss Serum kaufen, denn ansonsten stehe ich da vorm Endgegner und blamiere mich. Wir fahren wieder mit dem Schiff von Lyotta nach Liberita, oder nee, ich habe gemerkt, ich muss da einkaufen, denn das war mein Problem. Ich wollte ja eigentlich von Anfang an Serum mitnehmen, aber weder Seeheim noch Liberita, meinte ich, führten ein Serum. Also was machst du dann? Ja, du bleibst hier in Lyotta und kaufst den ganzen Scheiß. Mit ganzen Scheiß meine ich jetzt auch noch Knollen. So ein Ärgernis, aber ich meine, Kohle haben wir ja so gesehen. Zumindest ein bisschen. Also finde ich doch, na, wir haben Kohle, wir sind reich. Wir sind reich. Na, 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 na. Einfach nur reich. Na, 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 na. So, geben Sie Kit. Was mache ich da? Warum habe ich das nicht einfach? Mach egal. So, da haben wir alles gekauft. Genau, das war das Serum. 9 Stück, sicherheitshalber. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe es nie wieder gebraucht. Ich habe da echt nicht ein einziges vorgenommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oder das zeigt einfach nur, dass ich ein guter Spieler bin, wenn ich es möchte. Oder wenn ich mich konzentriere. Ja, Konzentration und ich. Hör auf zu lenken. Aber was, ich finde das echt ein bisschen unbegreiflich, dass auf einmal meine Tonspur, die ich mit Audacity separat aufgenommen habe, so am Abkacken ist. Das ist wirklich, als hätte sich meine Tonspur nun ineinander verschoben. So richtig schlimm. Da richtig Gesprächsfetzen. Ich meine, ich habe das ja so schon generell beim Schneiden bemerkt, dass es ein bisschen anstrengender ist, ne? Dass es nicht ganz passt. Und ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas mit Audacity zusammenhängt. Aber ich. Irgendwann, das sind so die Punkte, wo ich mir denke, es macht dann keinen Spaß mehr, weil es einfach nur Arbeit ist. Und das hier muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein Hobby. Natürlich muss man auch so ein bisschen was für sein Hobby tun. Das ist so, das ist egal, ob ich beim Klavier bin, es ist egal, ob ich mal beim Ballett bin, es ist egal, ob ich model, es ist egal, ob ich dann für YouTube irgendwas mache oder für Bielebeats oder sonst irgendwie Moderationsarbeiten. Das ist alles Hobbybereich und da muss ich halt meinen Arsch auch kriegen, auch was dafür leisten. Ne? Auch beim Zeichnen, wenn ich selber für mich privat zeichne oder für eine Veranstaltung oder was weiß ich, Wettbewerb, das ist alles irgendwo Hobby, Freizeit, aber ich muss dafür etwas tun. Ich möchte aber natürlich nicht extrem viel tun, denn im Sinne von, wie soll ich sagen, man hat so einen gewissen Amount, Betrag, nenne ich es jetzt mal, ein Kontinent für Freizeit, was ich dafür opfer und das andere ist Arbeit. Und wenn ich halt. Na, wie soll ich es vergleichen? Ich möchte in der Arbeit, wenn ich arbeite, da mehr reinstecken als in meine Freizeit. Weil sonst ist mein Hobby kein Hobby mehr, sonst ist es nämlich Arbeit und macht es auch keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, ob das ganz so verständlich war. Wahrscheinlich nicht, weil ich mich komisch ausdrücke und auch permanent jetzt gerade da gucken muss, wie weit sind wir mit dem Verlauf, weil der Part endet ja schon bald. Ich glaube, sonst mache ich das jetzt mal einfach so die Shortcut-Variante, vielleicht auch nicht. Easy peasy, ich laufe jetzt zu der Stelle hin, wo halt das Wasser rauskommt. Da musst du einen Felsen nehmen, einen Stein und wirfst dagegen. Und dann wird das ganze Areal geflutet. Das werden wir dann uns aber erst im nächsten Part angucken. Ich glaube, das mache ich sogar offscreen mit dem Stein dagegen werfen, weil das keine große Kunst ist. Dementsprechend verabschiede ich mich schon hier an dieser Stelle. Ich wünsche dir noch viel Spaß und way!